Guten Morgen, Candice Carter, Thoughts to Go, die deutsche Version. Ich hoffe, ich habe schon 4 Takes gehabt und bin immer ins Englisch rübergewechselt. Entschuldigung. Take 4. Okay, let's see. Also, ihr seht mich heute in meinen Arbeitskleider. Also, das heißt, ich habe mich nicht in die Klamotten geschmissen, ich habe mich nicht geschminkt, ich habe mein Haar nicht gemacht. Der Vorschlag kam von meinem Mann. Ich habe ihm gesagt, ich filme. Bitte komm nicht ins Studio, ins Atelier. Und hat er gesagt, kein Problem, aber machst du es gleich? Habe ich gesagt, nee, ich muss mich erst ein bisschen richten und so stylen. Hat er gesagt, mach doch einen Film, ohne dass du dich stylst. Mach doch einen Film, einfach wie du 90% der Zeit bist. Habe ich gedacht, okay, mal überlegen. Aber ich habe doch 2 Freunde, die mir vielleicht helfen können oder ihre Meinung dazu geben können. Ich frage erst Doc. Guten Morgen, Doc. Guten Morgen, Dennis. Filmen wir? Ja, wir filmen. Du siehst schön aus, es ist alles gut. Okay, aber du nicht. Warum hast du deine alten Klamotten an? Du bist doch ein Künstler. Ja, und? Künstler haben zu repräsentieren. Man soll doch sehen, was sie sind. Was ich bin? Ah ja, dein Stil. Ah ja. Du hast einen Stil und wenn du so stehst, dann siehst du aus wie jeder Mensch. Ich bin für Stil. Okay, ich frage jetzt Doug. Hi Candice. Hi Doug. Filmen wir? Yes. Ja. Ah, das ist gut. Fällt dir nichts besonders auf an mich heute? Nee. Du bist immer noch Candice. Du siehst aus wie immer. Ich habe aber kein Make-up an und keine tolle Kleider. Ja, das stimmt, aber das macht mir. Darüber denke ich nicht nach. Ich finde es okay. Du findest es okay? Yeah, guck mal, wir 2. Wir müssen nie Make-up und Kleider. Warum so kennt das, dass immer müssen? Gar keine schlechte Gedanke. Vielleicht schicke ich euch das. Und wir 3 sagen Tschüss für heute.